Konnichiwa Anime und Game Otakus, willkommen zurück zu einem neuen Part von Assassin's Creed. Wir müssen jetzt das Versteck erreichen und Anta retten, denn sie wird dazu benutzt und erpresst, dass die Kinder, ja, liebische Taten erledigen und sich damit in Gefahr begeben, was echt nicht gut ist. Weil das kann echt böse enden, wenn sie an den Falschen rankommen. Wir müssen den Geschwistern helfen. Wow. Hau ab. Ich habe schon wieder die falschen Pfeile ausgerüstet. Wow. Verdammt. Oh. Na, wer schleicht sich da rum? Jetzt! Jetzt! Oh, da ist ja noch einer. Hallo! Hallo! Na, wie geht's euch? Tschüss. Das sind schon die Vorbanditen, kann das sein? Verdammt. Ich muss halt leider sammeln. Wer hatte mich jetzt schon wieder entdeckt? Ach, oh, hallo. Nicht herkommen sollen. Ja, ist ja gut. Wir spielen ein bisschen. Hihi. Ihr Noobs. Nein, Spaß. Wir sind überall Banditen. Das ist hier anscheinend so ein Versteck. Okay. So, weiter geht's. Hier ist bestimmt irgend so eine Höhle. Vermute ich mal. Das ist das Lager, in dem sie Anta festhalten. Die Kinder gaben alles den Banditen. Also finde ich hier vielleicht auch Cortesios Notizen. Unser Geld ist vielleicht wichtiger? Keine Spur von Anta und den Notizen. Die Beute der Banditen ist bestimmt gut bewacht in ihrem Versteck. Hihi. Ich will euch nur verbrennen. Aber es klappt leider nicht so, wie ich es mir vorstelle. Hey! Du kannst nicht fliehen! Osiris wird dir nicht gnädig sein, du Bastard! Du Bastard! Dafür lass ihn. Bastard! Du entkommst uns nicht! Hab ich dich! Verdammt, es klappt aber nicht, wenn ich die abfackeln will. Manu. Das klappt nie. Immer wenn ich das mache. Menu. Das ist doof. Ich will sie doch so gerne brennen sehen. Mann. Also dieses Grabmal kenne ich nicht. Ich dachte, das sah so ein bisschen ähnlich aus. Was ich schon kannte, aber ist es nicht. Ist irgendwas anderes hier. Vielleicht kann ich noch andere abfacken. Mal gucken. Hey, da bist du! Ach Mann, das klappt einfach nicht. Ich will die abfackeln.
Warum funktioniert das nicht? Leider. Finde die antike Tafel. Gibt es eine antike Tafel? Was? Oh, fuck. Ich erledige dich. Die Götter sind meine Zeugen. Ich hab den nicht gesehen. Huhu. Wir beobachten ihn jetzt, wie er zu der Leiche geht, hoffentlich. Oh. Ja, stirb. Er ist jetzt mitvergiftet. Wir schauen dazu, wie er elendig verreckt. Hihihi. Sag mal, bist du nicht zu alt für solche Spiele? Guck mal, er stirbt gerade. Er ist gleich RIP. Er ist gerade, wo er sich umdreht. Und so geht dieses Spielchen weiter. Hey, Ben! Stirbt endlich! Schlag ich dich tot! Hi. Darf ich kurz weg hier? Guck mal, brennt alles. Ich finde das sehr schön. Schade, ich wollte euch eigentlich da reinlocken, aber gut. Selber Sau. Der sagt böse Sachen zu mir. Alter. Das klappt einfach nicht. Jetzt brennt er. Komm, stirb. Ey, das gibt's einfach nicht. Warum sterben die denn nicht, wenn ich da Feuer... Ja, geht doch. Endlich. Ich will doch nur ein paar abfackeln. Das finde ich nämlich sehr lustig. Nur möchte das nicht immer funktionieren, leider. Meine Geliebte, der Weihrauch, verkauft sich recht gut. Dein liebender Ehemann Hakum. Okay. Hier ist noch ein Schatz. Plündern! Was zur Hölle ist das für ein Ort? Der ist riesengroß. Da oben geht's auch noch weiter, alter Falter. Anta? Anta? Tragen? Für was zur Hölle soll ich das jetzt? Ach so, ich sehe schon Gewicht. Natürlich. Du bist Anta, ihre Beschützerin. Ach so? Das ist ein Hund? Darf ich dich befreien oder tötest du mich gleich? Jetzt habe ich Angst. Das ist ein Hund. Oh, das ist ja süß. Es ist echt dunkel hier, ne? Ich gehe gleich zurück. Ich schau mal kurz hier nochmal.
Sind hier wirklich so wenig Banditen? Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Das waren recht wenige für so ein großes Gebiet. Muss man einfach mal sagen. Oder es kommt noch. Ah ja. Damit kann ich sicher nicht klettern, ne? Toll. Toll, ich wollte da eigentlich gerade hochklettern. So, wartet mal. Kann man was plündern? Kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? Scheiße, ich komme da nicht ran. Vielleicht so? Ach Mann, der springt immer runter. Ich verstehe den nicht. Ich weiß nicht mal, für was das hier gut sein soll. Nein! Okay, das funktioniert so nicht. Dammit. Für was soll denn das jetzt hier gut sein? Au! Du kennst den Weg zurück. Na los, Mädchen. Warte mal. Oh, die hat mich gerade angegriffen. Das war creepy. Da oben muss irgendwas sein. Oder? Also, Anta. Du bist auch eine Beschützerin. Bist aufgeregt, was? Ja, warte. Du siehst sie früh genug. Nein, ich komme da nicht hoch. Ich muss das irgendwie hinkriegen. Guck mal, jetzt ist es hier. Bin gleich hinter dir, Anta. Ist ja jetzt gut, hätte ich jetzt den Hund nicht befreien sollen. So, jetzt ergibt es mehr Sinn mit dem hier. Jetzt nur die Frage, komme ich jetzt da auch hoch? Wow, jetzt backt er hier fest. Unglaublich. Wow. Okay, wir müssen es noch schwerer machen. Ich will wissen, was da ist. Ich glaube, da ist diese, diese Tafel, die wir gebrauchen könnten. Zum Anschauen. Dann kriegen wir auch einen Fertigkeitspunkt. So, das müsste aber reichen, oder? So, jetzt ist er wieder hier festgebackt. Meine Fresse. Juhu! Mal kurz die Fackel, ich sehe nämlich nichts. Yay! Wow, wer hat denn hier gesessen? Da unten ist die Tafel, ne? Juhu, wir plündern! Schild, ui. Erstmal hier alles mitnehmen. Wir kriegen hier sehr schöne Sachen. Das gefällt mir.
Wertvoll, wertvoll. Doppelschwerter ist hier irgendwie sehr begehrt. Jetzt schauen wir uns mal die Tafel an. Dann haben wir das auch schon erledigt. Aus dem alten Königreich. Tod. Tod. Irgendwie so heißt er. Ich hoffe, ich habe alles. So, hier kann man auch noch was sammeln. Wir müssen jetzt zum Hund zurück. Wo auch immer der jetzt ist. Scheiße! Da stand ja, wir sollen eskortieren. Das bedeutet, irgendwas passiert, oder? Hier bin ich. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen, aber egal. Komm. Anta. Komm. Na komm. Oh, das ist voll süß, dass der Hund die beschützt. Und die sehen ihn als Beschützer an. Oh, das ist so niedlich. Wartet mal, ich guck mal kurz bei meiner Ausrüstung. Müssen wir auch mal machen. Schild. Wir haben ja jetzt hier einiges bekommen. Fernkampfwiderstand, Feuerwiderstand finde ich sehr gut. Wo sind denn diese ganzen Doppelklingen? Hier. Hauen und Stechen. Kritischer Treffer, Adrenalin, Regeneration. Boah, was zur Hölle. Schon nicht schlecht. Haben wir auch noch eine neue... so ein Raubtierbogen? Nee, ne? Leichte Bögen. Qualität, Schussfrequenz. Aber neue Sachen kann ich jetzt hier nicht herstellen, ne? Scheiße, fehlt mir immer noch was. Boah, das ist so nervig. Fähigkeitspunkte habe ich 2, da fehlen mir eigentlich auch eine Menge. Du kannst den Stellen Streitwagen kaufen. Okay, das ist ja geil. Für 2 drücke Kampfrausch, drücke L3, um die Substanz gegen einen Okay. Das ist ja nice. Das sind wie diese Berserker-Pfeile, ne? Nur halt anders genutzt. Finde ich ja cool. Na komm. Ist sie gerade vergiftet? WTF. Ist nicht dein Ernst jetzt. Du stirbst doch jetzt nicht, oder? Du stirbst doch jetzt nicht etwa. Scheiße, renn schneller! Ey, wenn die jetzt stirbt, dann habe ich die ganze Mission verkackt, ne? Warum bist du denn jetzt vergiftet? Okay, ist wieder weg, Gott sei Dank. Ich habe gerade Angst gekriegt, dass ich die ganze Mission versaue. Heilige Scheiße. Ich sagte doch, bleibt außer Sicht. Ich weiß, aber es war unsere Schuld und wir dachten, du brauchst vielleicht Hilfe. Der Reiter ist viel, viel größer als du. Der Reiter? Du hast ihn nicht gesehen? Er ist der gemeinste von allen. Groß und stark und er hat Anta gefangen. Boss? Vielleicht hat er Cortesius Notizen. Sicher nutzt er sie, um Schätze zu suchen. Ich sah ihn in den Ruinen bei der Cheops-Pyramide. Ich kümmere mich um diesen Reiter. Ihr solltet gehen. Los! Ich werde mich bei den Pyramiden umsehen. Tschüss. Vielleicht finde ich endlich diese Notizen. Ein großer, starker Reiter. Warte ich auf den Reiter, bis er nachts zu seiner Höhle kommt? Oder suche ich ihn, während er Gizeh terrorisiert? Finde und eliminiere den berittenen Banditen.
der Berittene. Okay, alles klar. Das klingt gar nicht komisch. So, auf zur Cheops-Pyramide. Das ist jetzt die Frage, wollen wir ihn jetzt angreifen oder warten wir? Oh. Dieser Wind. Ein Sturm kommt auf. So. So eine Waffe finde ich auch cool. Was greift mich jetzt schon wieder an? Hi. So, es tut mir leid, aber wenn du mich angreifst, dann muss ich mich wehren. Das ist jetzt die Frage. Ist er nicht mehr so weit weg? Ist hier irgendwo? Was war das jetzt? Da sind Pfeile, oder? Was zur Hölle? Hä, was ist das denn? Oh, das ist der Wind. Er sagt ja irgendwas mit dem Wind. Kommt jetzt ein Sandsturm? Das wäre echt scheiße. Vielleicht gehört das zur Mission. Es sieht wirklich so aus, als ob ein Sandsturm kommt. Nicht verfügbar. Warum nicht? Wegen dem Sandsturm jetzt? Das sieht ein bisschen wirklich danach aus, als ob was kommt. Oh. Scheiße. Oh. Scheiße. Das ist gruselig. Da kommt ein Sandsturm. Cool, die haben das echt eingebaut, dass hier wirklich ein Sandsturm kommt. Seid ihr nett? Sind da unten gerade Löwen. Wow. Geil. Manu, warum habe ich so ein Pech? Gut, zum einen kommt jetzt ein Sandsturm und zum anderen, ich bin von allen Seiten eigentlich umgeben von irgendwelchen... Ach, das sind keine Löwen, lol. Ich dachte, das sind Löwen. Die sahen ein bisschen so aus. Oh, fuck! Fast! Na, verdammt. So, der Sandsturm ist da, man sieht es schon. Er fegt jetzt hier langsam. Der Wind wird stärker. Man hört's. Der Sandsturm ist da. Ist auch ziemlich gefährlich, so ein Sturm. Nicht vom Weg abkommen. Will ich doch gar nicht. Bei der Waffe ist das Problem, ich muss ziemlich nah dran sein. Ne? Nicht vom Weg abkommen. Der Weg wird immer weiter, verdammte Axt. Ich kann ja auch hochklettern, ne? Also wenn ich es darf. Ich bin ja eigentlich geschützt vom Sandsturm hier auf der Seite. Denke ich mal. Oh, das geht aber auch ziemlich nach oben, ne? Scheiße. Ich muss jetzt wieder einen Cut machen. Ich will jetzt eigentlich gar nicht hier nach oben. Verübt einen Hinterhalt. Okay. Und da ist unser Mann. Pff.
treffe ich aber nicht von hier, ne? Das wäre cool, wenn ich jetzt da hochkomme, aber... Ja. Na gut, ich mache jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Schaltet dann wieder ein und bis dann!